Ja, und da fliegt er und damit ein Hallo und ein herzlich willkommen. Ich wollte gerade sagen, warum kommt keine Musik? Zu einem weiteren Part von Spyro the Fuck. Also Dragon, wir sind in High Caves, wie gesagt. Wir müssen auf der Hut sein vor diesen Wirbeltanten. Die können eigentlich böse sein. But, ja. Na. Oh Gott, wo geht er hin? Bitte Sturm hin. Er geht einfach vorbei, das ist gut. Müsst vorsichtig sein, die Alte wirft die Stürme runter. Das ist gemein, das finde ich nicht nett. Lass das sein, das ist. Ich habe dir auch keine Stürme zugeworfen. Also zu einer neuen Folge Spyro the Dragon auf den High Caves heute. Beziehungsweise auch noch woanders. Mal gucken, wie weit wir das ganze Level oder das ganze. Wie weit wir in den nächsten 40 Minuten kommen. Ob wir wieder ganz viel weiterkommen oder nicht, das wird sich jetzt alles zeigen, weil High Caves und Wizard Peak, die folgenden Level hiernach hier jetzt einfach mal, sind eigentlich größer gebaut. Weil High Caves hat zwei Wege und Wizard Peak ebenfalls. Jetzt haben wir erstmal Cyrus gerettet, cool. Bitte unternehmen etwas gegen diese grünen Druiden. Sie verschieben alles um uns herum. Oh, ja, okay. Das wohl gemeinste ist dieser Sprung hier in dem Level. Aber ich hasse ihn einfach. Das Ding bewegt sich einfach mal weiter. Es geht in die Ausgangsstellung zurück. So. Ich hasse diese Plattform trotzdem wie die Pest. Aber es wird noch besser, Leute. Es wird noch besser. Es gibt nämlich hier auch eine Art von Gegnern, die mag ich einfach kein bisschen. Und zwar, wenn ich jetzt hier hinkomme, erstmal Geld einsammeln, wird dieser Drache da hinten, glaube ich, was davon erwähnen. Hier, unser lieber Freund, der nette Ajax. Ich hasse diese Wanzen. Wenn ich erst groß und stark bin, wie du, zerquetsche ich sie alle. Bis es so weit ist, vergiss nicht, dass der Supersprint dich unschlagbar macht. Ihr fragt jetzt, welche Wanzen. Um genau zu sein, wo ist sie? Da hinten die. Grässliche Tier, was gerade auf mich zukrabbelt. Ekelhafte Tier. Das ist ekelhaft, das ist unbesiegbar erstmal, weil es aus ganzem Stahl. Ach Gott, ey. Und deswegen gibt es hier den Supersprint zum Teil, damit man sich Speed holen ein bisschen kann und dann bäm, abgehauen. Aber das ist nicht die einzige Möglichkeit. Es gibt noch eine Möglichkeit, wir müssen mal gucken. Da ist der Zauberer, da ist die Wanze. Die Zauberer auch keine Scheiße baut. Weil der fängt an, hier das Tor hochzuziehen und dann kommt diese Wanze da und macht uns Probleme. Dasselbe geht für die beiden hier. Der tanzende Zauberer und seine Wanzenfreundin, die da ist. Ja, wir haben auch eine Freundin. Das ist diese kleine Fee hier rechts, die uns einfach mal auf die Nase küsst. Wir werden rot. Und das Schöne an uns jetzt ist, wir verbrennen einfach alles, was uns in den Weg kommt. Alles, was uns in den Weg kommt, wird einfach mal weggebrutzelt. Nicht für immer, nur all für eine gewisse Zeit und es reicht auf jeden Fall nicht. Eine lustige Idee, finde ich. Aber es gibt hier insgesamt 5 Wanzen und ich glaube, zwei, oder beziehungsweise drei schon, kann man mit dem Superfeuer besiegen und die andere muss man mit dem Sprint besiegen. Halt, und damit meine ich eigentlich die Wanzen, die hier unten einmal krabbeln. So. Damit sind die Wanzen auf jeden Fall besiegt. Ich habe die Dinger damals gehasst. Ich bin als kleines Kind bin ich panisch hier mal durchgerannt, weil ich Angst hatte und oh, ich weiß nicht wieso. Ich hatte tierische Panik. Angst. Es sind doch nur Wanzen, oh. Spinnen. Das sieht aus wie ekelhafte Spinnen. Ganz ehrlich. Und ich hatte damals. Ah, ich finde heutzutage Spinnen immer noch ekelhaft. Ich weiß nicht wieso. Ich finde es einfach. Die muss ich nicht haben. Aber das kann man ja auch nicht ändern, ne? So. Jetzt erstmal zu dem zweiten Teil dieses Levels. Und das ist hier alles. Hier haben wir nämlich ein schönes Gebiet, wo viele Sachen sind. Wo wir mit so einem Speed und einer Rampe ziemlich weit kommen. So.
Jetzt kommt der lustige Teil dieses Levels. Da haben wir einen Dieb. Und dieser Dieb wird jetzt Machenschaften von dem Propeller haben. Und zwar von dem hier. Ah, so einfach ist das. Finde ich echt... Wow. Finde ich echt cool, die Idee, dass diese Propeller einfach auf die Gegner zugehen. Ich glaube, wenn man jetzt so macht, kommt man sogar hier um die Ecke. Genau. Dann gibt es noch ein paar weitere Juwelen. Ach, es sind nicht viele, also es sind ein paar. Dann spart man sich auf jeden Fall einen Sprung. So, die große Frage, wenn ihr es schon sehen könnt, wie kommt man zurück? Da haben wir drei reizende Feen und die sind so freundlich. Sollten wir irgendwo runterstürzen, beziehungsweise absichtlich runterspringen, dann kommen sie, um mich zu retten. Und schießen mich immer hier oben hin. Das finde ich auch irgendwie geil. Also jetzt nicht geil, aber für sowas zum Beispiel. Da kommen sie und retten mich einfach mal. Mal auch ohne Glitzergeräusch, ist auch nett. Ich kann nur Feuer spucken währenddessen. Im Hoffen, dass ich an dieser Kante, die ihr gerade gesehen habt, nicht glitsche, weil das ist mir schon mal passiert und das fand ich nicht cool als kleines Kind. Leck mich. Aber wofür brauche ich eigentlich noch den Sprint? Brauche ich gar nicht mehr. Ich wollte eigentlich darüber springen, aber ne. Einfach mal so. Oh ja, klar, wir werden natürlich, geht diese Kiste daneben nicht kaputt. Können aber den Schmetterling mal essen, weil dann haben wir auf jeden Fall, ja, wieder voll Energie. Kommst du? Danke. So, dort hinten steht noch ein weiterer Eierdieb. Ihr könnt ihn vielleicht sehen. Aber wir gehen das mal nach hier. Weil hier ist noch ein anderer Bereich mit ein bisschen Schätzen. Das ist cool, Job. Das ist mir noch nie passiert. Alter, ist das peinlich. Ich hänge jetzt in 8 Minuten in den Level etwa. Ach nee, ich habe ja ein bisschen früher... Hey, 7 Minuten. So. Bäm! So. Du haust mir nicht ab. Damit haben wir das nächste Ei gesammelt. Unten die Liste wird langsam voll. Aber es gibt auch nicht mehr so viele Eier. Es gibt nur noch 2 Eier. Oder 1, ich weiß es gerade selber nicht. Nee, ich glaube 2. Ja doch, es gibt glaube ich 2. Wo bleibt ihr? Oh, ich hätte gerade Angst. Warte, wir können nachgucken. 2 gibt es, genau. Und einfach mal das Glitzergeräusch weg. Ja, so sind wir, ne? Ein Drache fehlt noch. Und dieser Drache ist natürlich am Ziel. Wird es auch anders sein können. Hör auf! Danke. Hier ist nochmal ein großer Schatz für uns. Mit 10ern werden wir überhäuft. Und dann hauen wir uns hier nochmal, glaube ich, einen 25er raus und noch einen 10er. Und dann müsste es eigentlich schon sein. Ja. Den letzten Drachen. Und dann sind wir schon hier fertig. Und Cedric hatten wir, glaube ich, schon mal. Ich weiß es nicht. Verbinde den Supersprint mit einem Sprung- und Gleitflug, um die High Caves genau zu erkunden. Die High Caves ist nicht im Gegensatz das, was noch für ein Level kommt. Werdet ihr gleich sehen. Das war auf jeden Fall die High Caves. Wie gesagt, 500 Diamanten, 3 Drachen. Schönes Level. Jetzt fehlt nur noch Wizard Peak in der dritten Welt. Und dieses Level ist ebenfalls groß. Aber was will man machen, ne? Wir gehen auf jeden Fall mit Vollspeed rein! Wuhu! Wizard Peak! Ass. Ich hasse das Level. Okay, ich hasse es nicht, aber es ist auch wieder... Es führt zwar zu einem einzigen Ziel, aber es ist einfach, ja... riesig. Wir gehen erstmal hier außen rum und können eigentlich durchrennen. Wenn wir was übersehen, ist es gar nicht so schlimm. Weil einfach aus dem Fakt, weil wir müssen hier gleich nochmal lang, jetzt ohne Witz, das finde ich irgendwie asozial, dass man so einen dünnen Weg zweimal machen muss. Ich glaube, hier ist der erste Zauberer. Ich muss mal gucken. Genau, da unten. Du kannst mich mal kreuzweise. So. Da hinten ist, wenn ich mich richtig erinnere, Lex. Alter! Weh, so ein Fenster wie... Antivir öffnet sich wieder. Die Maus ladet nix. Ich verstehe jetzt nicht, was da los war. Und ich... Oh, scheiße, ey. Oh, da geht mir die Stimme schon wieder weg. Alter Schwede.
Oh, meine Stimme! Oh! Mann, ey, was war das für ein Lag gerade und... Oh mein Gott. Das hätte doch nicht sein müssen. So. Erstmal Jarvis befreien. Willkommen in Wizard Peaks. Hier kannst du den Supersprint besonders gut einsetzen, um diese Zauberer fertig zu machen. Ja, das ist eine Ansage. Aber erstmal hier zu den Keulchen. Ich nenne sie Keulchen. Ich finde, der Name passt einfach zu denen. Ihr habt sie gerade gesehen. So eine kleine Keule. Egal, können wir auch gleich einsammeln. Oh! Du Blizzard, ey! Oder blauer. Oh, keine Ahnung. Gewitterfee. Keine Ahnung, wie man dich nennt. Auf jeden Fall wurde der gerade hergezaubert. Hier, der shootet nämlich Blitze. Das ist eigentlich uncool. Aber kann man nichts gegen machen. So, den Fünfer brauchen wir auch noch, ebenfalls. Und jetzt kommt der lustige Teil eigentlich. Denn... Das da hinten ist übrigens eine Plattform, da kommen wir auch noch drauf. Das sieht jetzt ziemlich weit aus, ich weiß. Was wir gerade gehabt haben, war ein kurzer Weg. Jetzt gehen wir mal ein bisschen länger und ihr werdet schon sehen, wo wir rauskommen gleich. Wir kommen nicht direkt am Anfang wieder raus. Das ist das Lustige an dem Level. Wir gehen einen riesigen Umweg, wie ihr hier gerade merkt, ne, vielleicht. So, sammeln hier ein paar Edelsteine noch ein. Haben natürlich keine Angst, hier irgendwo runterzufallen. Oh, du böses Schäfchen. Ich hoffe, dass du nicht stirbst. Weil ich bin böse. Ich bin Spyro the Dragon. So, einmal den umrahmen und einmal den abfeuern. Wir wollen ja keinen Diamanten übersehen. Das wäre ja fatal, wenn wir einen übersehen hier. So, dann haben wir da eine Plattform. Da, und da steht auch ein Zauberer, diese dreckigen Biester. Das sind Magic Crafters, oder wie man sie nennt. So, und jetzt sind wir am Anfang eigentlich wieder. Müssen nochmal den ganzen Gebiet hier durchgehen. Auch eine komische Sache. Hier haben wir die Kiste extra stehen lassen vorhin. So, Gegner alle tot, das ist gut. Das ist auch eine schöne Idee eigentlich gemacht. Mache ich lieber gleich so. Wenn du einen Drachen hast, dann wird bis dahin alles, was tot ist, tot bleiben. Aber sollte es sein, dass du halt... Ja, hier ist übrigens die Plattform, ne? Von da hinten ist der Start, hier ist die Plattform. Sollte der Drache dann aktiviert sein, bleibt alles tot. Und alles, was nach dem Drachen kaputt gemacht worden ist, lebt wieder. Jetzt ohne Witz. Und ihr hört vielleicht im Hintergrund so einen kleinen... Ja. Genau. Wir müssen ganz vorsichtig sein, weil... Ja. Schaut ihn euch an. Diese Hackfresse. Das hässliche Gesicht. Und er macht nichts. Ich weiß nicht, wieso. Er versteckt sich einfach nur hier hinter nach dem Prinzip, du findest mich eh nicht. Und dann auf einmal, er sieht uns und macht einfach nichts und wir machen einfach so. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch ein Krüppel. Kann ich jetzt nicht behaupten. Ich weiß es selber leider nicht so gut. Ich meine, ich kenne ihn nicht, ne? Willst du wohl? Stellt sich die Kamera eigentlich um, wenn ich einmal ausgehe? Nein, mach ich sie nicht. Das ist gut. So. Da springt ein Zauberer umher. Der ist tot. Jetzt kommt das Lustige. Der Zauber, der geht trotzdem weiter. Ich weiß nicht wieso. Da, es tauchen auf einmal die Gegner auf. Ich habe schon wieder nicht geschafft. Es ist unglaublich. Ich hatte mich schon mal in Dings im anderen Level. Da bin ich einfach runtergegangen. Das Level nannte sich zufälligerweise Peacekeepers. Hexus. Danke, dass du mich befreit hast. Bitte, bitte. Immer wieder gerne. Weil sonst kriegen wir das Spiel nicht durch. So, der 25er von den Zauberern noch einsammeln. Dann kommt das auch nicht so billig rüber. Und dann brauchen wir wieder ein bisschen Tempo. Weil es gibt ja noch mehr Geheimnisse in Wizard Peaks. Ah, so viele Geheimnisse. Ach, wir werden selber sehen gleich. So. Kiste habe ich natürlich nicht gekriegt. Aber dafür haben wir hier, zack. So. Noch mehr Verstecke. Das ist eigentlich alles so schön gemacht. Ne, der Mond schalte ich ihn an. Der Mond ist auch schön. Ich verstehe zwar nicht, warum man so auf den Mond geachtet hat, ne. Wollte man vielleicht sagen, komm, das Level ist abends. Aber für abends ist ziemlich, hell hier.
wenn ihr versteht, was ich meine. Weil ich kann alles genau erkennen. Hätte man vielleicht... Ich weiß nicht, wie es damals war, wie man... Ja, dunkle Bilder machte. Also dunkel Bildschirm erleuchten ließ. Weil es... Um Bildschirm dunkel zu machen, muss man ihn ja erleuchten. Damit man das Licht rausnehmen kann, halt, ne? Ihr versteht vielleicht, was ich meine. So. Ich weiß nicht, ob das damals nicht ging oder so, ob das so technisch unmöglich war. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es möglich war. Und es nicht eingesetzt wurde, leider. So. Wir können zum Ende eigentlich gehen, weil wir haben jetzt hier fast alles. Noch so ein paar kleine Schätze nebenbei. Zack. Zack. Und alle guten Dinge sind drei. Hier kommt die lustigste Szene. Er weicht immer wieder aus. Ich weiß nicht, wie er es macht, aber er weicht immer wieder aus. Er braucht gar nicht hingucken, er kann ausweichen. Er ist so ekelhaft. So, wenigstens haben wir alles. Und jetzt kommt der Drache. In der Artdistanz habe ich euch was gesagt wegen den fünf Steinen. Jetzt kommt's. Hör gut zu, Spyro. Es gibt einen geheimen Bereich in der Artisan-Welt. Er befindet sich am Wasserfall. Spring dort auf die Steine. Artisan-Welt. Wasserfall. Klingt gut. Und so haben wir damals rausgefunden, dass man in der Artisan-Welt das mit den fünf Steinen machen kann. Aber es geht schon vorher. Das haben wir so auch rausgefunden. Das haben wir einfach mal probiert. War sehr schön, hat alles prima geklappt und damit ist auch Wizard Peak abgehakt. 500 Diamanten mal wieder. Eigentlich ziemlich cool, aber ja. So welche Level werden jetzt der Alltag sein von uns. Und daran können wir nichts ändern. So. Tuco, der Ballonfahrer. Danke, Spyro, dass du so viele unserer Eier gerettet hast. Komm an Bord und flieg mit mir in die Welt der Beastmasters. Ja, zu den Beastmastern. Eine neue Welt erreicht uns. Und jetzt kommt das, was ich gerade meinte. Es war möglich, damals alles dunkel erscheinen zu lassen. Warum man es gemacht hat, ich weiß es nicht. Vielleicht soll es auch so sein, dass der Mond am Tag zu sehen ist. Weil diese Welt hier erleuchtet ziemlich dunkel. Und diese Welt ist cool. Ich mag diese Welt. Sie ist zwar mit den schlimmsten Leveln des ganzen Spiels gesegnet. Wie Treetops oder Misty Bog. Aber ansonsten, ja. Sonst ist das Level eigentlich cool. Haben wir hier alles? Habe ich so ein Gefühl, haben wir nicht. Das ist ein Schmetterling. Okay. So. Der erste Drache, den wir hier retten, ist Bruno. Und man sieht, es sind Sumpfdrachen. Nasty Nog verwandelt unseren Sumpf in eine elektrisch geladene Müllhalde. Dabei war es hier früher so schön. Ja, klar doch. Ja, yeah, Spyro, der Rebell. Wobei ich sagen muss, dieses Sumpf, ne? Das passt irgendwie hier zu dem Level. Oh, das war schon draußen. Wenn wir uns das hier alles angucken, es sieht eigentlich recht angenehm aus, ne? So eine schöne dunkle Welt in dem Fall. Hätte ich kein Problem, wenn die so bleiben würde. So. Drückt das gute Stück her. Schweini. Ja, hier gibt es so welche Warzenschweine, die sind auch eigentlich gemeine Gegner. Habe ich da wirklich nichts übersehen? Doch, beleuchtet doch was. Ach, das ist ein Hühnchen. Radioactive Hühnchen. Fuck. So, hier ist Misty Bog, auch ein blödes Level eigentlich, wegen diesen scheiß Fröschen. Was ich mit den Fröschen meine, seht ihr gleich, wenn ich da reingehe. Ich glaube, das werde ich in dieser Aufnahme noch machen. Jetzt kommt erstmal das Gemeinste an dem Spiel. Weil hier hinter, wenn man das nicht weiß, dann kommt da so ein Schwein einfach um die Ecke geschossen. Und man hat das Problem, man wird getroffen. Meistens fällt man dann einfach noch mit ins Wasser. Aber, ja. Ich sag's euch mal so, ich würde es euch abraten. Der nächste Sumpfdrache ist befreit und er heißt Cletus. Ey, Cletus! Spyro, schön dich zu sehen. Aber ich muss jetzt weiter. Yeah! Powerlocke, oder Powerlocke. Egal was für ein Style, hat cool gemacht hier. Ne? Ich muss jetzt weiter. War zwar in Stein eingefroren, war schön dich mal zu sehen, aber ich muss weiter. Das Schöne auch an dieser Welt ist, hatten wir jetzt auch in der alten Welt schon einmal ein bisschen. Die Gegner aus der Overworld tauchen auch in der Welt auf. Das fand ich eigentlich ziemlich cool.
Aber ja, ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Es kommen auch manche Gegner, die sind einfach nur scheiße. Vor allem sowas ist dann echt unangenehm. Weil da neigt man schnell zu, ja, einmal einen Schlag zu bekommen. Wobei man den Schlag gar nicht will, ne? Man will eigentlich keinen Schlag haben. Nee, man will Frieden. Oh nee, Müll, ich muss Strom machen. Hier, ne? Stromrechnung ist nicht hoch. War damals auch nicht hoch. Komm her. Kannst mich mal. So. Nummer 1 und 2. Und dann tötet das ein Hühnchen? Nö, es tötet das Leben. Jetzt will mir kein Hühnchen. Ah, oh, geil. So, komm her. Ich glaube, der möchte, dass wir jetzt bis hierhin, ich glaube, 40 Drachen oder so befreit haben. Haben wir schon lange erreicht, also ist auch keine Herausforderung mehr, weil wir machen ja immer alles direkt 100%. Weil es ja in dem Fall eigentlich möglich ist. Ich meine, ist auch gut so, ne? Alles, was wir durchhaben, müssen wir nicht nochmal machen und dann sind wir eigentlich schnell mit dem Let's Play durch und hip hip hurra! In dem Fall. So. Oh, wir haben fast das Level fertig. Hier nochmal ein bisschen viel Geld. Hier das Leben. So, und dann müssen wir noch zum einen Level gehen, weil da ist, glaube ich, der Rest, der die letzten 31 Diamanten sind da hinten versteckt. Und wenn, dann haben wir irgendwas übersehen. Und das wäre dann peinlich. So, hier runter. Ich kann es jetzt nicht sagen, ob wir alles haben. Ich hoffe es mal. Ja, haben wir. Gut. Ihr habt gesehen, hier gab es nur 2 Drachen. Das ist mal ziemlich wenig eigentlich für eine Overworld. Aber es gibt ja auch nicht mal so viel zu sagen. Es ist ja schon vieles gesagt, ne? Und jetzt kommt eins der behindertsten Level eigentlich. Weil das Level hier ist eigentlich, ja, wie soll man es sagen, ziemlich nah am Wasser gelegen. Und ich hasse dieses Level. Weil es halt so nah am Wasser gelegen ist. Es sorgt dafür manchmal, dass du halt, wie zum Beispiel hier bei den Schiffen, ziemlich knapp an Wasser fliegen musst und dann, ja. So, kleiner Bootfahrer. Sergeant irgendwas. Schweinebacke. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich schon Scheiße gebaut, glaube ich. Ey, ey, ey. So, flieg. Scheiße, uns fehlt ein Brot. Das schaffen wir nicht mehr, glaube ich. Wir versuchen unser Bestes. Wir suchen einfach unser Bestes. Nein. Oh ne, das schaffen wir gar nicht mehr. Ich habe noch so wenig Zeit. Ne, schaffen wir gar nicht mehr. Können wir vergessen. Hahaha, scheiße, die Zeit ist um. Ja, wir haben irgendwie mit dem Booten, habe ich irgendeinen Fehler gemacht. Ich weiß nämlich gerade welchen. Ich weiß echt nicht gerade welchen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass wir das erste Boot da, was wir gerade übersehen haben, immer übersehen haben bisher. Ist auch nichts Neues. So. Oder sind wir direkt immer so mit runtergeflogen und haben das eine Boot ignoriert? Das kann sein. Können wir nämlich das auch schon direkt einsammeln? So. Oh, ich hasse das. Du sollst doch kein Looping machen. Dann können wir eigentlich gleich, wenn das andere Boot kommt. Da, das müsste. Alter, wo bleibt das? Will das mich verarschen? Ich habe noch mal eine extra Runde gedreht. Das könnte auch wieder knapp werden, ne? 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Scheiße! Was ist denn hier momentan? Irgendwas mache ich falsch. Ich
weiß nur nicht gerade was. Oder machen wir immer... Nee, das klappt allein vom Timing her nicht. So. Oder machen wir immer so direkt, dass wir jetzt so zurückfliegen. Weil da kommt ja meistens eigentlich kein Tor mehr durch. Weil das hier nur ein Boot entgegenkommt halt. Dass hier noch zwei Boote sind. Hier so eine Ehrenrunde drehen. Und dann hier die Kiste ist. Oh, das sieht doch mal richtig gut aus. Haben wir das damals wirklich so gemacht? Ich weiß es gerade selber nicht. Auf jeden Fall sieht die Runde aus, wenn wir es geschafft haben. Wenn ich keine Scheiße baue. Das ist natürlich die Voraussetzung. Ach, kommst du wohl? Verarsch mich jetzt nicht hier. Nein, komm, verarsch mich jetzt hier nicht. Komm, nein! Nein! Das... Oh, ich blamiere mich gerade hier auf die Knochen. Ich hatte noch nie solche Probleme bei diesem Level hier. Noch nie. Und trotzdem kriege ich es gerade echt nicht hin. Warum auch immer. So, komm. Nicht so nah am Wasser, sonst fallen wir noch rein. Da kommt auf jeden Fall das Boot. Dann ist das da. Das da. Können wir auch so hinterherfliegen. Weil die Boote sind ja nicht schnell, ne? Im Gegensatz zu uns. Wir sind gerade... Doch, wir sind gerade echt schnell. So, das sieht doch mal echt gut aus. Komm, das sieht perfekt aus. Die scheiß Flugzeuge sind erledigt. Oi, 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 das wäre schon wieder verschiebt gegangen, ey. Oh, endlich. Hat sich gezogen, das Level. Alter Schwede. Nein, kein neuer Versuch. Ich will lieber hier raus. Alter Schwede, da haben wir echt Probleme mit gehabt, ne? So kam das vierte Level innerhalb von einer halben Stunde. Gut, dann möchte ich jetzt noch ein Level machen, das weiß ich, das werde ich auf jeden Fall mehr als 10 Minuten brauchen. Und es ist mein absolutes Hass-Level, also in dem Fall, ich liebe es. So. Ihr seht gleich warum bestimmt. Dieses Level ist mit Nitro und allem so... Oh. Bespitzelt. Es heißt Treetops. Es ist eins der riesigsten Speed-Levels überhaupt. Und ihr werdet gleich verstehen, warum. Also Treetops, man kann ja schon hören, Baumhöhen. Da ist ein Dieb. Aber was hat der Dieb denn überhaupt? Wir haben alle Eier eingesammelt. Können wir auch begucken. Da oben sind alle Eier eingesammelt. 59%. Und jetzt gleich werden wir auch erfahren, was dieser Dieb hat. Damals als Kind, also wenn ihr das Spiel nicht kennt, solltet ihr den besser verfolgen, ansonsten werdet ihr Probleme haben. Das gilt auch für... Leck mich. Danke. Den roten Dieb da unten. Ihr könnt diese Diebe nicht töten, ihr könnt ihn nicht austricksen, kein bisschen. Dafür könnt ihr euch eigentlich, ja, hier schon einen Schlüssel holen. Und dann, ja, ihr werdet gleich sehen, was ich meine, es ist einfach ekelhaft. Das ekelhafteste Level überhaupt. So. Schlimmer als alles Böse, was ihr je gesehen habt. Eure Eltern sind ein Schatz gegen... Hust, hust. Das hat irgendwie was das Leben gekillt. Das finde ich immer lustig. Irgendwas killt immer das Leben. Scheißegal was, Hauptsache das Leben wird gekillt. So. Hier ist ein Drache. Das ist schon mal gut. Hier ist nämlich ein Checkpoint damit. Bei Lyle.
Oder Lila. Hallo, Spyro. Für eine unglaubliche Tour durch die Baumgipfel reicht ein einziger Supersprint nicht aus. Ja, genau. Der Haken ist, wenn ihr nicht wisst, und ich wiederhole, wenn ihr nicht wisst, ne, was der grüne Dieb macht, dann wird es für euch gigantisch schwer sein. Ich guck mal, ob ich den sehen kann gleich. Da hinten steht er. Darüber zu kommen, weil wir können hier nicht durch. Folgendes müsst ihr machen, und das ist jetzt eigentlich dämlich, dass ich das hier liegen lassen wollte. Wir müssten hier anfangen. Machen einen Supersprint, springen, bleiben in den Sprint, kehren hier zur Seite um, versuchen von der Spitze noch ein bisschen mitzunehmen, gehen auf das Ding hier rüber, und jumpen da hoch und versuchen darüber zu kommen. Was in dem Fall jetzt nicht geklappt hat bei mir. Es ist schwer. Jetzt ohne Witz, es ist schwer. Wir können auch so machen, dann kriegen wir richtig rotes Speed. So, und dann können wir... Tschakka! Und schon wieder schaffen wir es nicht. So, komm, kriegen wir das Glitzer noch hin? Nein, und schon wieder... Es ist einfach... Es ist möglich, es ist sogar leichter möglich, aber ich mache irgendwie gerade einen riesen Fehler die ganze Zeit. Ich weiß noch nicht, welchen gerade. Ah, das ist doch mal möglich, hier. So, und schon sind wir drüben. Und wenn wir hier sind, ist der Dieb auch kein Problem mehr. Er gibt uns nämlich 25 Diamanten. Und in dem Fall sind sie sehr wichtig. Und damit befreien wir auch hier einen Drachen. Ne, den müssen wir auch befreien und das ist eigentlich gut. Und er heißt Jet. Das war ein toller Flug, Spyro. Du hast eine Menge dazu gelernt. Hättest du nicht an einer einfacheren Stelle verstecken können? Ja, 50 Drachen sind gerettet. Es ist einfach grandios, was sie sich dabei gedacht haben, dass man so darüber springen muss. Es ist einfach unglaublich. Ich finde diesen Sprung einfach genial gemacht. Dasselbe geht auch für den roten Dieb, weil da gilt genau dasselbe. Man hat sich ein bisschen Gedanken gemacht. So. Du tot, das ist alles gut. Komm, Burning Windräder. Und Leben sammeln. Gib her. Da hinten ist auch noch ein Drache, gut zu erkennen. So, aber das schaffen wir, glaube ich, von hier aus nicht. Von hier aus müssen wir erstmal hier runterspringen. Und als Belohnung, dass wir wieder einen Sprung gemeistert haben, gibt ein erneutes Leben uns. Das ist einfach übermäßig übertrieben. Warum so viele Leben? So, hier ist schon das Ziel. Noch kein roter Dieb von da oben weit zu breit zu sehen, weil da oben wartet dann der rote Dieb auf uns. Und man kommt einfach schwer darauf. So. Okay. Und die Musik ist einfach gut ausgesucht. So, es gibt auch hier viel Glitzer. Natürlich, da wo viel Speed ist, gibt es auch viel Glitzer. Ja gut, es springt früh genug los, dann kriegt ihr hier nochmal einen Schub, aber das haben wir jetzt nicht geschafft. Dann springen wir hier einmal rüber. Es ist also... Ui, das war knapp. Es ist ein ganz kunterbuntes Wirrwarr, wie gesagt. Und schon sind wir wieder am Anfang. Das ist das Beste an diesem Level. Es geht einfach kreuz und quer und trotzdem kommt man überall hin. So, der zweite Dieb. Hier der Beweis. Wir haben ihn getroffen. Ihr habt es selbst gesehen, wir haben ihn getroffen. Du halt die Fresse. Und du tritt auch nicht zu. So, Rückkehr. Schaut euch jetzt dieses Biest an. Wir kommen zu nah. Und da bleibt er stehen. Und schaut das Speed. Ja, auch wieder ein dreckiger Drache. Man kann ja jetzt ihn nicht beobachten. Man konnte ihn halbwegs beobachten, aber das hat das Spiel jetzt nicht gewollt. Isaac! Spyro, wenn du vom Ende einer Supersprintrampe springst, kannst du es weit bringen. Ich hab's im Griff. Yeah! Ich wusste es aber schon vorher. Ja. Frage. So, wie ging das hier nochmal? Genau, da runter müssen wir. Wir müssen den ganzen Weg folgen.
Da wird unser Tempo, glaube ich, auch einmal gleich kurz grau. Oh, das war mega knapp. Und dann da hoch. So, das haben wir mit dem ersten Versuch geschafft. Das ist cool. Dann ist hier der rote Dieb, der jetzt auf einmal kein Tempo mehr hat und uns ebenfalls 25 gibt. Das finde ich auch cool. Wäre aber cool gewesen, wenn er mal kackendreist, einfach mal so kackendreist, gesagt hat, ey, weißt du was, leck mich am Arsch, ich krieg nur einer von mir. Wäre in dem Fall witzig gewesen, weil, ja, es ist einfach geizig. So, wir können uns in einer Seite jetzt umbringen. Dann kämen wir wenigstens da hinten wieder an den Drachen an. Von da aus müssen wir nochmal einen Sprint nehmen, damit wir, ja, halt noch eine Kiste zerstören können, die wir so mit dem Laufen nicht kaputt kriegen. Aber ich glaube, da sind wir eher zu voll für und nehmen nochmal den ganzen Weg. Also wir wollen eher das Leben behalten. Vor allem haben wir hier einen Fünfer übersehen. Das wäre schief gegangen fast. Den hätten wir gesucht. Und den hätten wir nicht hier gesucht, weil, ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass ich da was übersehe. So, einmal darüber und dann ist hier die Kiste, die ich meine. So. Ein weiteres Leben auf uns. Natürlich. Es kann hier nicht genug Leben geben. Es muss einfach immer mehr geben. So, das Geld haben wir da eingesammelt. 10 fehlen noch. Wo könnten die denn sein? 2 Fünfer. Einer, 2. Gut. Was? Nein. Ah doch, wir haben alles. Ich hätte gar Panik, dass wir einen übersehen haben. So, damit können wir... Ja doch, können wir. Wow, ist nicht mehr so verbuggt. Nach Hause fliegen und wir haben sogar noch Zeit für ein Level. Ich hätte gedacht, ich brauche jetzt 10 Minuten für das Level, aber ich habe ja gerade mal 9 Minuten gebraucht. Das ist eigentlich voll gut gewesen. Das bricht bei mir sämtliche Rekorde. So, wir machen noch einen Endgegner, weil wir gerade in Stimmung sind. Und zwar Metalhead. Yeah, Metalhead ist auch ein geiler Gegner. Der schwerste würde ich jetzt nicht sagen, aber er ist ein, ja, nerviger Boss. So. Hier auf jeden Fall erstmal neue Gegner, oder alte Gegner eher, die, ja, Geschosse machen, alter Schwede, denkt man sich dabei. Da fragt man sich, wie kommt man auf den Gedanken, seine Kinder zu werfen, oder zu treten halt. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie man seine Kinder einfach so schießen kann. Was ich ein bisschen böse finde, jetzt haben die eine Metallrüstung und die hören sich auch viel mechanischer an irgendwie. Nach dem Prinzip, ja, du bist jetzt mechanisch geworden hier, ne, werd einer von mir. Aber es ist wieder dieses Sumpf-Feeling, also dieses von Vermoderung und so, ne, das ist auch wieder dieses Respekt. Ich finde das immer wieder cool, wie die das machen alles. Und wie sie es damals gemacht haben. Ich meine, heute hast du, du bist in einer vermoderten Welt halt, ne. Und als Ergebnis, weil du in einer vermoderten Welt bist... Wo ist das Vogel hin? Vögelchen? Du bist in einer vermoderten Welt und das Einzige, was du vermodert kriegst, ist die Overworld. Da kommen die Bananen angeflogen. Hey! Lass stecken, Alter. So. Das ist das, was ich meine. Aber was willst du dagegen machen? Ja, da schießt schon jemand... Da schießt schon jemand unfreiwillig sein Kind, obwohl das noch gar nicht gerufen wurde. Hier wollen wir uns erneut erleben. Denn wir haben ja, können ja nie genug haben, nachdem wir bei Treetops 2 verloren haben an dem grünen Sprint. So. Also das Level ist eigentlich nett gemacht hier. Das mit dem grünen Sumpf ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber es ist ja Spyro, ist ein Spiel für Kinder, ne? Das beweist ja nur, dass es hier böse alles ist und hier ist ein Schlüssel. Das heißt, es gibt auch eine Schatzkiste mal wieder. Wer hätte das gedacht? Ha, ist schon schön gemacht. Oh, da war... Es hat momentan irgendwie, ne? Momentan will es gerade nicht richtig laufen bei mir. Es tut mir auch an der Stelle... Na. Leid, dass alles hier nicht perfekt läuft. Wenn ihr gleich wieder ein Geräusch habt, dann wissen wir alle Bescheid. Antivir war wieder am Werk. Aber Antivir hat sich gerade schon geöffnet, bevor ich aufgenommen habe. Also von daher dürfte es sich eigentlich nicht so bösartigerweise nicht öffnen. Ich habe darauf extra gewartet, dass sich es öffnet. Das Hühnchen ist wieder da. Cool. So, 207. Gibt es hier 400 oder 500? Auch wieder 500. Das ist, es
500 und wir sind noch nicht mal beim Boss angekommen, wenn ihr so mal überlegt, ne? So, er will sein Kind noch schießen, ne? Oh, leck mich, ich hab Feuer gemacht. So, ich glaube, das war's jetzt generell erstmal mit den Leuten, die mich angreifen. Halbwegs. Außer halt Metalhead und seiner komischen Gang. Oh, der könnte auch mal langsam schneller fressen, also ist es unnötig. Erstmal öffnen wir Stardiki. Alter Schwede. Dieser Roboter ist aufgeladen, um gegen dich zu kämpfen. Du kannst deine Stromversorgung unterbrechen, indem du die Magnetpole angreifst. Ja, das war eigentlich schon erklärt, was du machen musst. Schön. Ein Tipp an der Stelle, nicht angreifen, wenn rot ist. Ne, rot ist böse. Rot blinken ist noch okay. Aber ansonsten, wenn ganz rot blinkt, ist böse. So. Erster Abteil geschafft. Da sterben auch oben die ganzen Gegner, die er eigentlich geworfen hätte. Finde ich auch ein bisschen geil. Das Lustige ist... So, wir kümmern uns gleich um die ganzen Gegner. Wir fangen erstmal an, hier alles kaputt zu machen. Oh, alter Schwede, was ist das denn jetzt wieder? Er fing wieder an. Ich weiß nicht wieso. So, den haben wir noch kaputt gekriegt. Komm. Oh, oh. Alter. Das war unnötig. So, damit ist er auf jeden Fall tot. Jetzt haben wir erstmal die Diamanten ein. Und zwar sehr viele. Denn hier haben wir ein paar Gegner getötet, dadurch, dass wir ihn nicht angreifen lassen. Und insgesamt 6 sogar. Die ganzen Gegner geben mir jetzt ihr Geld hier, ne? Das können wir alles einsammeln. Hätte er die geworfen, hätten wir das Geld auch bekommen. Natürlich, aber es ist immer schön zu sehen, wie viele Gegner er geworfen hat. Dann müssen wir noch die Schatzkiste holen. Die ist hier hinten. Das ist ein geiles Versteck, meiner Sicht nach. Hinter einem Wasserfall, ne? Das ist, setzt nicht viel ein, das Versteck. Also hinter dem Wasserfall muss man erstmal kommen. Vor allem hinter so einem giftgrünen Wasserfall. Macht die Tarnung eigentlich mehr als perfekt. Und trotzdem sollten wir den Wasserfall nicht berühren. Das war einmal die Bossbelohnung. Damit müssten wir eigentlich 400 haben. Oder ein bisschen mehr halt. Ja, müsste klappen. So. Die sind noch normal. Und das sind die ganzen Gegner, die wir eigentlich, die er noch geworfen hätte. Also, er hätte noch eine Menge geworfen. Munition. Hier stand auch noch einer. Und stand hier oben noch einer. Tatsache, hier oben stand auch noch einer. Und haben wir das Level fast geschafft. So. Ich möchte dann im nächsten, in der nächsten Aufnahmesession mit euch, noch 7 Diamanten, da sind sie, in Terrace Village anfangen. Oh, Village Terrace, keine Ahnung, wie das gerade richtig heißt. Da möchte ich dann mit euch weitermachen. Es waren wieder 45 Minuten Spyro Action. Ich finde, das reicht vollkommen aus. Ich würde sagen, also ich gehe einmal mit euch dahin, damit ihr wisst überhaupt, welches Level das ist, was ich meine. Und wieso ist Sparks noch... Ja, wollte ich gerade mal meinen. Ich möchte euch zeigen, welches Level ich meine. Im nächsten Part gehen wir in das vorletzte Level von dieser Welt rein. Und zwar ist das hier hinten, das, was wir am Anfang gesehen haben. Es ist ein großes Level, aber auch wieder nicht so groß. Also ist etwa so in 6-7 Minuten möglich. Bis dahin erstmal, Leute. Danke fürs Reinschalten. Terrace Village. Nächstes Mal. Und bis dahin erstmal... Leck mich am Arsch. Wie viel Prozent haben wir? 65. Und bis dahin erstmal... Masala Vista, Baby.